Guten Abend und willkommen im Kino des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum. Es ist mir eine Freude und Ehre, meine Kollegin und Freund Rainer Rothe, Sie zu begrüßen und vorzustellen. Er ist künstlerischer Leiter unserer Schwesterorganisation, der Stiftung Deutsche Kinemathek in Berlin, und Leiter der Berlinale Retrospektive, neben vielen anderen wichtigen Rollen in der Welt des Filmerbes. Er ist ein angesehener Kurator, Historiker und Autor und ein starker Verfechter der Filmkonservierung und der neuen nationalen Initiative zur Digitalisierung des Films. Wir freuen uns, Ihnen sein neues Buch Zeitbilder Filme des Nationalsozialismus. Und ich ermutige Sie alle, heute Abend eine Kopie mit nach Hause zu nehmen. Vor dem Filmprogramm von Patrioten und La Grande Illusion haben wir das Glück, eine weitere Kollegin und Freundin im Haus zu haben, Christiana von Wallert, die das Gespräch mit Rainer Rothe führen wird. Frau von Wallert ist seit vielen Jahren Mitglied unseres einigen Verwaltungsrats und eine wichtige Führungskraft bei SPIO und FSK. In Kürze wird sie als neue Direktorin der Murnau-Stiftung nach Wiesbaden zurückkehren. Bitte begrüßen Sie mir auf unserer Bühne Rainer Rothe im Gespräch mit Christiana von Wallert. Vielen Dank, Ellen Harrington. Meine Damen und Herren, seien Sie auch von meiner Seite, von unserer Seite, glaube ich, kann ich sagen, herzlich begrüßt. Dr. Rainer Rothe hat Ellen Harrington schon vorgestellt. Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, nach seinem Studium der Geschichte und Philosophie, wenn ich das richtig sehe, Germanistik und Geschichte, und seiner Promotion über Peter Weiß, wenn ich das richtig sehe, unter anderem, hat er lange Jahre, neben publizistischer Tätigkeit, lange Jahre das Kino im Zeughaus geleitet. Das ist quasi das Kino im oder am Historischen Museum in Berlin, bevor er dann Direktor wurde der Deutschen Kinemathek, was Miss Harrington schon gesagt hat. Er hat also neben seiner umfangreichen wissenschaftlichen Erfahrung, Expertise und wirklich jahrzehntelangen Beschäftigung mit filmhistorischen Themen auch praktische Erfahrung als Programmmacher. Und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn man zu wissen, und auch sehr hilfreich, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, später vielleicht, wo werden eigentlich nationalsozialistische Filme noch gezeigt, sollen sie gezeigt werden, in welchem Kontext. Also auch ein Kinomann, nicht nur ein Filmhistoriker und ein Museumsdirektor. So, hier, es geht um dieses Buch. Wir haben jetzt vom Rahmen her eine knappe halbe Stunde, um miteinander zu sprechen. Vor allen Dingen Rainer Rothe soll sprechen. Dann öffnen wir gerne ins Publikum für ein paar Fragen, und um 6:45, also das heißt in 40 Minuten, beginnt dann einer der beiden Filme, die nachher in einem Art Double Feature gezeigt werden, zu denen Rainer Rothe auch etwas sagen wird. Fangen wir mal von vorne an. Das ist ein ziemlich dickes Buch, und es ist eine Überarbeitung von Aufsätzen, die zum Teil schon vor Anfang der Nullerjahre erschienen sind. Jetzt erstmal vorab die Frage. Achso, noch eins, wir duzen uns. Ich bitte Sie, das nachzusehen. Wir kennen uns fast so lange, wie der Film alt ist. Also nicht ganz, aber die Hälfte, ein Drittel des Lebens, was der Film schon hat, kennen wir uns auch. Deswegen bleiben wir jetzt beim Du. Erstmal vorab die Frage, das ist ja unglaublich viel Arbeit, einfach nochmal alte Texte zu überarbeiten und die so ein Fresh-Up zu machen. Was war das Motiv jetzt, nochmal sich dieser Arbeit zu unterziehen? 6 oder 7 sozusagen schon zurückliegende Publikationen nochmal zu faceliften. Ja, faceliften. Also wahrscheinlich kam das Ganze als Idee auf, als wir bei uns im Museum eine Ausstellung vorbereitet haben über die UFA,
Ich hatte ja 1992 im Deutschen Historischen Museum eine riesige Ausstellung damals gemacht, die UFA, das Deutsche Bilderimperium. Damals war die UFA 75 geworden, nun wurde sie 100 und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir auch was machen. Wir können das ja jetzt nicht so machen wie vor 25 Jahren, wir müssen das irgendwie anders machen und haben dann eine Geschichte der UFA erzählt, die eben auch die Nachkriegs-UFA, also diese schwierige Geschichte der Nachkriegs-UFA und die dann bei Bertelsmann beheimerte Fernseh-UFA mit einbezogen. Und da haben wir auch zusammen mit der neuen UFA eine Tagung konzipiert, die UFA zwischen 1933 und 1945. Das war denen ein besonderes Bedürfnis, weil sie den Namen haben, aber sonst eigentlich nichts mit diesem Erbe zu tun haben. Aber eben weil sie den Namen haben, wollten sie, wenn ich das mal so ein bisschen salopp sagen darf, im Vorfeld der eigenen Jubiläumsfeiern diese Frage, was hat das eigentlich mit dem nationalsozialistischen Film und der UFA auf sich? Das wollten die gerne abgeräumt sehen. Und da sind wir dann mit unserer Expertise reingekommen und da habe ich dann auch noch mal ein paar dieser älteren Aufsätze gelesen und dann dachte ich naiv, die fassen wir jetzt mal zusammen und machen ein Buch raus. Das war aber nicht so. Also es ist wirklich so, wenn man einen Text, der 10 Jahre alt ist, selbst ein Text, der 5 Jahre alt ist, wenn man den noch mal anfasst und ihn in einen anderen Kontext, nämlich den Kontext eines Buches bringt, dann fasst man wirklich alles an. Das ist dann eben nicht Facelifting, das geht dann leider schon ein bisschen tiefer. Also ich habe die Arbeit, die das bedeutet, schon unterschätzt. Aber es war dann auch gut, weil man dann gezwungen wird, über alte Formulierungen, alte Gedanken, alte Perspektiven auch nochmal neu nachzudenken. Und das wiederum hat dann Spaß gemacht. Gibt es ein Beispiel für eine Revision, wo du dir sozusagen Autorevisionismus, also wo du sozusagen nochmal gesagt hast, sehe ich jetzt so nach 10, 15 Jahren Erfahrung, Seherfahrung, Nachdenken, Forschung ein bisschen anders? Ja, Karl Ritter ist vielleicht so ein Beispiel. Als ich mich überhaupt angefangen habe, mit Karl Ritter zu beschäftigen, war das für mich sozusagen ein klassisches Beispiel eines Regisseurs, der es nicht kann. Der immer, Sie werden das ja nachher auch sehen, warum ich diesen Eindruck hatte, der immer zu viel macht, der immer zu direkt ist und der eigentlich die Botschaft immer überdeutlich rüberbringt. Und wenn man sich dann nochmal in diese Zeit zurückversetzt, und deswegen ist das ein ganz gutes Programm, La Grande Illusion und Patrioten, dann sieht man zwar, dass er nicht annähernd ein so guter Regisseur ist wie Renoir, dass er aber gar nicht so plump agiert, wie das der etwas jüngere Rainer Rother 1992 gesehen hat, ja, sondern dann denkt man plötzlich aus einer anderen Perspektive, nämlich nicht der Perspektive unbedingt der Abrechnung mit einem entschieden nationalsozialistischen Regisseur, der ist ja seit 1923 Mitglied auch in der NSDAP gewesen, sondern man denkt darüber anders nach, nämlich warum ist das eigentlich damals angekommen, warum hat das funktioniert und was sind bestimmte Anknüpfungspunkte auch für das Publikum damals gewesen, und das war für mich sehr lehrreich. Ein Aspekt im Buch ist, dass du schreibst das auch in der Einleitung, dass du die Zeit damals zeitgenössische Filmkritik oder Filmjournalistik relativ stark ins Visier genommen hast. Und es wird auch viel daraus zitiert. Das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, denn wenn man, ich sag mal, mit so einer vielleicht nur so mittleren Kenntnis über Nationalsozialismus daran geht, könnte man ja erstmal meinen, naja, es gab eine gleichgeschaltete Presse, Pressefreiheit existierte nicht. Wir wissen, die Nazis haben sich extrem, Goebbels hat sich extrem, die ganze Hierarchie im Reichspropagandaministerium extrem um den Film gekümmert. Der Film wurde als primäres Agitations- und Propagandainstrument gesehen, per Definitionem. Dass ich dann erstmal dachte, na, die Presse, das wird so wie so PR-Texte, so Begleittexte gewesen sein in so einem totalitär gleichgeschalteten System wie dem Nationalsozialismus. Du hast dich trotzdem sozusagen der Mühe unterzogen, die zeitgenössische Filmkurier, der Deutsche Film, auch noch andere zur Kenntnis zu nehmen, und konntest du daraus Honig saugen? War es die Arbeit wert? Ja, ich glaube, es war die Arbeit schon auf jeden Fall wert. Also zwar sind die meisten Filme, um die es hier geht, nach dem Zeitpunkt entstanden, in dem die sogenannte
Filmbetrachtung eingeführt wurde, also Verbot der Filmkritik. Das heißt eben, man darf sich nicht wirklich kritisch mit den Filmen auseinandersetzen. Man soll eigentlich nicht die ästhetisch kritisieren oder so, sondern man soll sie betrachten. Und das läuft ganz oft in der Tat auch auf eine Inhaltsbeschreibung dann heraus. Aber das wird unterlaufen. Und das fand ich nun auch wieder lehrreich, weil wenn wir darüber nachdenken, dass diese Filme ins Kino kommen und ein Publikum finden, dann akzeptieren wir damit auch etwas, was die Nationalsozialisten auch akzeptieren mussten. Nämlich, dass diese gesamte Struktur des Kinos und eigentlich auch die Profitabilität der Filmindustrie gesetzt blieb. Also es war eben nicht ein Film, in den man verordnet ging, sondern es war ein Film, für den man eine Eintrittskarte kaufen musste. Und man musste auch hingehen. Also es musste, der Zuschauer wie heute musste eine gewisse Aktivität aufbringen. Er hatte auch Erwartungen und er hatte auch ein Vorwissen. Und nur sozusagen darauf zu setzen, dass wenn man über diese Filme nur den Inhalt erzählt, dann wird das für das Publikum schon ein Hinweis sein. So funktioniert es eben nicht. Und was man auch unterschätzt, glaube ich, ist eine aus zwei Quellen gespeiste Diskussion innerhalb der nationalsozialistischen Publizistik. Da ist einerseits dieses Ideal, wir wollen einen eigenen nationalsozialistischen Film haben und der muss aber anders sein als alle anderen. Und dann gibt es bestimmte Ansprüche, wie Filme sein sollten. Die sollen nicht alle im Operettenmilieu spielen. Was sie denn sonst noch leisten sollten, ist dann eher ein bisschen unklar. Und das Zweite ist, dass das Publikum in der Zeit durchaus ja noch ausländische Filme sieht. Nicht so wie heute natürlich. Das ist ja in Deutschland bis in die 50er Jahre hinein so geblieben, dass der größte Anteil an Filmen, die vom Publikum gesehen wurde, deutsche Produktionen waren. Aber man hatte einen Vergleich. Und diesem Vergleich mussten diese Filme dann in gewisser Hinsicht auch standhalten. Und insofern findet man in den Kritiken oder im Reflektieren darüber, was eigentlich ein guter Film sein sollte oder gar ein guter Deutscher, ein guter nationalsozialistischer Film, sehr viel Kritik auch an der eigenen Produktion. Das fand ich nun wiederum interessant. Was wird eigentlich kritisiert und was für eine Perspektive wird dadurch entwickelt? Das ist sowieso, also lernt man einfach sehr stark in dem Buch, dass diese Stichwort Unzufriedenheit, also es gab ja von Seiten der Kritik, es gab auch von Seiten Goebbels Unzufriedenheit mit dem deutschen Film. Und ich weiß, dass nichts ist so furchtbar wie Vergleiche vom Nationalsozialismus zu heute. Deswegen sage ich das auch nur in Klammer. Das finde ich aber insofern lustig, weil wir den Diskurs, dass man über den deutschen Film unzufrieden ist und dass er nicht richtig gut ist und dass er keine internationalen Preise gewinnt und dass er nicht keine Rolle ist. Wieder ist kein deutscher Film in Cannes im Wettbewerb eingeladen. Also ist jetzt alles noch in der Klammer, ja, in der unzulässigen Klammer des zeitlichen sozusagen Rekurses auf heute. Aber ich musste so schmunzeln, weil ich sagte, das gibt's doch nicht. In einem staatlich, jetzt zurück ins Dritte Reich, in einer staatlich verordneten, durchstrukturierten Filmindustrie, da gibt's nicht den stolz geschwellten Minister Goebbels. Bei manchen Filmen schon, darauf kommen wir noch. Aber es gibt durchaus den Kritiker, der auch die Branche zusammenstaucht und unzufrieden ist mit dem deutschen Film. Und jetzt kommen wir zu Potemkin. Das wissen Sie alle, dass Goebbels schon ganz früh, 1933, bei einer berühmten Rede vor der Filmwirtschaft in München, den Panzerkreuzer Potemkin sozusagen als da wollen wir hin. Er sagt in dieser Rede interessanterweise, wenn man sich den anguckt, könnte man zum Bolschewisten werden. Sehr interessanter Satz, weil er zweierlei aussagt, nämlich der Film hat unheimliche Wirkung, darauf kam es ja Goebbels an, nur leider die falsche, denn der deutsche Potemkin sollte ja die Menschen nicht zu Bolschewisten, sondern zu Nationalsozialisten machen. Ist das Wort Sozialismus auch drin. Also Goebbels wollte den deutschen Potemkin. Und du musst uns jetzt berichten, ich habe immer gedacht, wie hat Eisenstein das gefunden, dass jetzt hier der Obernazi ja, zum Revolutionsregisseur sagt, so einen Film brauchen wir auch. Eisenstein hat reagiert und jetzt wollen wir einfach mal hören, wie hat Eisenstein reagiert und dann sagst du noch was dazu, wieso Potemkin so ein wahnsinniges Vorbild war. Ja, Eisenstein hat reagiert. Er hat nicht auf die erste Erwähnung von Panzerkreuzer Potemkin durch...
muss mal gucken, wo ich das lese. Erstmal die Seite finden. Also er hat nicht auf die erste Erwähnung, die dann im März 1933 war, aber Goebbels hat es nochmal wiederholt. Ich glaube im Februar 1934 hat er nochmal auf Potjomkin als Beispiel hingewiesen. Und da hat das hat Eisenstein realisiert, er hat auch das erste Mal schon das realisiert, hat aber nicht reagiert. Aber auf das zweite Mal reagiert er am 22. März 1934. Da veröffentlichte er in der Literaturnaja Gazeta, hoffentlich ist das halbwegs richtig ausgesprochen, einen offenen Brief an den deutschen Propagandaminister. Und er stimmt ihm im Befund zu, dass die Filme lebensnah sein sollen und dass man sich der Wirklichkeit widmen muss. Und es gibt einen sehr schönen kleinen Abschnitt, den lese ich mir vor, bezieht sich auf diese Aussage: Wir alle wissen, dass nur das echte Leben die Wahrheit des Lebens und die wahrhaftige Widerspiegelung des Lebens Grundlage echter Kunst sind und sein können. Und welch ein Meisterwerk könnte ein wahrhaftiger Film über das heutige Deutschland sein? Zur Realisation Ihres glänzenden Programms dürften Sie, und Sie ist eben Goebbels, jedoch eines guten Ratschlags. Sie bedürften seiner unbedingt und nicht nur eines, sondern vieler, sehr vieler Ratschläge. Sagen wir es direkt, die gesamte Sowjetordnung. Denn in unseren Tagen sind eine große Kunst, eine wahrhaftige Darstellung des Lebens, Lebenswahrheit ja, das Leben selbst, nur in Sowjetrussland möglich, gleich wie es früher hieß. Wahrheit und Nationalsozialismus sind jedoch unvereinbar. Das ist natürlich das ist ein sehr hübscher Text, also sehr, sehr ironisch, sehr polemisch auch. Heute fragt man sich natürlich, wie weit Eisenstein eigentlich an die Realität des lebenswerten Lebens in Sowjetrussland 1934 geglaubt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Er hat sich da sehr weit aus dem Fenster gewagt. Also es gab keinen deutschen Potjomkin und noch 37 ist entweder im Filmkurier oder im deutschen Film zu lesen. Wo bleibt der denn? Also das ist sozusagen der deutsche Potjomkin. Das heißt, das ist so ein, der Russenfilm, das ist so eine, wie soll man sagen, so eine Marge, die so durchläuft und so gesagt wird, ja, den wollen wir jetzt auch haben. Wie erklärst du dir das, dass das so eine Fixierung auf diesen einen Film? Ich meine, damals waren auch schon wahrscheinlich, weiß nicht, 20.000 Filme gemacht. Ja, es ist ja nicht nur der eine Film, aber Potjomkin ist schon der Goldstandard und damit ist sozusagen eine bestimmte Art des Filmemachens und effektiven politische Filmemachens auch gemeint. Er nennt ja noch andere, er nennt auch die Nibelungen, er nennt auch Greta Garbo und er nennt sogar Der Rebell, wobei ihm wahrscheinlich 1933 gar nicht klar war, dass es eine Co-Regie war von Louis Trenker und Kurt Bernhardt, der als Jude aus Deutschland emigrieren musste. Ja, wie kommt es dazu? Ich glaube, die Geschichte des Potjomkin in Deutschland ist dafür auch verantwortlich. Der Film ist ja, hat ja mehrere Zensurhürden nehmen müssen im Zulassungsprozess noch während der Weimarer Republik und ist dann mit der Musik von Kurt Meisel zu einem Welterfolg geworden. Und das Witzige ist eben, dass er nicht ein Welterfolg wurde durch seine Karriere in der Sowjetunion, sondern durch seinen Erfolg in der Weimarer Republik in Deutschland. Und von da aus beginnt seine internationale Karriere. Das war, glaube ich, den Nationalsozialisten durchaus bewusst. Also Eisenstein wird dann nach Hollywood eingeladen und Mary Pickford und Douglas Fairbanks empfangen ihn. Und Fairbanks sagt, das ist der größte Film, den ich je gesehen habe. Was natürlich mit dieser spezifischen Montageleistung auch zu tun hat. Und zweierlei ist, glaube ich, in diesem Goldstandard, der da erklärt wird, wichtig. Einerseits das Formale, also man wollte nicht einfach nur so langweilige Filme machen, wie sie die Ufer im Alltag locker machen konnte. Und man wollte diesen Effekt haben. Also man wollte auch dieses politisch agitatorische in irgendeiner Form für sich nutzbar machen. Und darum kreist auch die Diskussion und
ganz gelegentlich wird dann ein Film auch positiv genannt. Also ich glaube, der letzte Film, der positiv als ein möglicher deutscher Potjomkin genannt wurde, ist der Film, den Karl Ritter nach Patrioten gemacht hat, Urlaub auf Ehrenwort. Das ist aber auch nur einer, der das sagt, Frank Maraun, also eigentlich Erwin Goelz, der sagt, jetzt haben wir sowas. Aber eine Gattung gab es ja, auf die die Nazis wirklich wahnsinnig stolz waren, den heroischen Dokumentarfilm, nämlich Leni Riefenstahl. Und wie erklär uns, wieso jetzt, man will eigentlich Fiktion machen und die wird zwar wahnsinnig viel produziert, 110, 120 Filme pro Jahr, 1100 Filme in 12 Jahren Nationalsozialismus, also es wurde wahnsinnig viel produziert. Fiktion ist schwierig und so gut wie die Franzosen und wie der Russe ist man nicht, aber der heroische Dokumentarfilm, sozusagen die Retterin Leni Riefenstahl. Was für Wolken haben die Nazis da geschlagen, damit jetzt auf einmal war sozusagen der NS-Film par excellence dokumentarisch und eigentlich war man ganz anders losmarschiert, nämlich tolle, fiktionale Filme. Ja, das hat sicher mit dieser singulären Situation zu tun. Leni Riefenstahl, die hat ja noch geübt bei Sieg des Glaubens. Witzigerweise hat sie den Film dann ja auch in den späten Jahren immer verleugnet. Legendär ist das Interview oder das Doppelinterview der Welt mit Hilmar Hoffmann und Leni Riefenstahl, wo sich beide über Sieg des Glaubens unterhalten und Leni beschwert sich, dass der Film ihr zugerechnet würde und seltsamerweise stimmt ihr Hilmar Hoffmann zu, der es ja eigentlich besser wusste und sagt, ja, das geht eigentlich gar nicht, dass man sie für Sieg des Glaubens verantwortlich macht. Also Sieg des Glaubens war das, wo sie geübt hat. Sie war damit schon sehr unzufrieden, weil ihre Standards nicht erfüllt wurden. Warum wird dann dieser Film, aber es gibt dann ja auch andere, die im dokumentarischen Genre sind, warum wird der eigentlich unter dem Label, das ist der Ersatz für den deutschen Potjomkin oder es ist der deutsche Potjomkin. Es ist jedenfalls was anderes, aber es ist so gut wie Potjomkin. Wie entsteht das? Das entsteht, glaube ich, weil das ein Film ist, der tatsächlich ein Kriterium absolut erfüllt. Er funktioniert filmisch. Also er löst sich ja vollkommen von dieser Form, ich muss erzählen, was in Nürnberg während dieses Parteitags passiert ist. Ja, am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag. Das interessiert Leni Riefenstahl überhaupt nicht, so wie sie im Olympia-Film auch nicht interessiert hat, wie die Wettkämpfe laufen. Ja, also da steht es, wenn man den Film sieht, im Endspiel zwischen Deutschland und Indien im Hockey ewig 1-1. Dabei haben die Inder 7-1 gewonnen. Aber das war eben nicht interessant für sie, sondern sie wollte mit ihrer Bildfolge, so hat sie es auch ausgedrückt, das Erlebnis Nürnberg ins Kino bringen. Und wenn man sich den Film anschaut, kann man nur sagen, dieses Ereignis Parteitag Nürnberg ausstrahlen sollte, realisiert sich in der Tat nur im Kino. Die Leute, die da in choreografierten Masseninszenierungen stehen, die sehen ja nicht, welches Bild sie geben. Für Leni Riefenstahl ist es aber ein Bild und das inszeniert sie. Und sie inszeniert es auf eine Art und Weise, die für den Dokumentarfilm ganz ungewöhnlich ist. Sie inszeniert es nämlich mit den Mitteln des fiktionalen Films. Sie hat Dutzende Kameraleute zur Verfügung und sie schafft es, Situationen zu kreieren, die auf Schuss-Gegenschuss zum Beispiel basieren. Also wenn Hitler nach Nürnberg reinfährt, dann ist Frenz, der Kameramann Walter Frenz, hinter dem Wagen oder seitlich vom Wagen und filmt Hitler, wie er die Menge grüßt. Und dann gibt es zwei Kameraleute, die parallel fahren, rechts und links. Und immer wenn Hitler nach links guckt, gibt es den Gegenschuss. Das ist wahnsinnig aufwendig für einen Dokumentarfilm. Und das hat einen Effekt, der auch international gesehen wurde, obwohl der Film ja kaum je im Ausland gelaufen ist. Also es musste immer eine Sondergenehmigung geben. Aber er läuft zum Beispiel auf der Weltausstellung in Paris und bekommt so einen legendären Ruf. Und insofern hat dann ausgerechnet übrigens Karl Junghans, der ja vorher bei den Kommunisten war, also vor 1933, veröffentlicht dann in der programmatischen Zeitschrift Der deutsche Film einen Text zur
in zwei Folgen, sowjetrussische Suite. Und da verabschiedet er sich einfach von Potjomkin und sagt, das brauchen wir jetzt nicht mehr, wir haben was anderes. Stichwort internationale Anerkennung. Und ich glaube, dann bewegen wir uns auch schon in Richtung der beiden Filme, die gleich gezeigt werden. Noch so ein Aha-Effekt, sag ich mal, den ich als Leserin gehabt habe, weil mir das nicht so klar war. Es wird deutlich, und da sagst du auch gleich nochmal was dazu, wie wichtig den Nazis, sage ich jetzt mal so pauschal, wir können jetzt auch mal sagen, der nationalsozialistischen Kulturpolitik oder Goebbels und der Nomenklatura, wenn man es genauer benennen wollte, wie wichtig diesen hochnationalistischen, wie ich jetzt sagen würde, verbohrten Menschen die internationale Anerkennung war. Also man hat so im Kopf, am deutschen Wesen soll die Welt genesen und sozusagen so einen imperialen deutsche Hochkulturanspruch. Die waren ja auch, es gab ja sehr viel gebildete Nazis, ganz viele hatten ja promoviert. Aber dass man sozusagen, und die ganzen, der Expansionismus der Nazis war ja darauf angelegt, vor allen Dingen im Osten, aber ich meine ganz heute Deutschland, morgen die ganze Welt, dass ich dann dachte, na, das war so ein reiner Stolz auf die deutsche Kultur. Aber das Interessante ist, dass die internationale Anerkennung unheimlich, auf die wurde wahnsinnig geguckt, und gleich wirst du auch was sagen, am Beispiel des Filmfests Venedig. Und auf die Franzosen wurde so ein bisschen neidvoll geguckt, weil die so tolle, wie zum Beispiel Jean Renoir, so ausgezeichnete Filmemacher haben. Also diese... Wie erklärst du dir diesen eigentlich auf der psychischen Ebene erfasst Contradiction, dass man die man später mit Krieg überziehen will, eigentlich nicht verachtet, sondern deren Anerkennung haben will? Ja, es ist vielleicht doppelseitig. Also einerseits wollte man ja einen deutschen Film haben. Je deutscher und je nationalsozialistischer, desto besser. Jetzt stellt man aber fest, die haben ja auch sich selber evaluiert. Also 1936 gibt es dann so eine Untersuchung, wie gut ist eigentlich der deutsche Film. Man stellt fest, also Drehbücher können sie immer noch nicht. Das ist, nein, wir denken nur an diesem Jahr, genau. Also die haben schon auch ein bisschen mitbekommen, dass es andere Formen des Erzählens gibt und andere Formen des Schauspiels. Das ist ganz wichtig für die Überlegenheit, die empfundene Überlegenheit des französischen Films. Die Art und Weise, wie deutsche Schauspieler gespielt haben, ist selbst in diesen Jahren sehr, sehr stark immer noch von der Theatertradition geprägt. Und das ist im französischen Film anders, schon sehr früh auch anders. Also Renoir ist sicher einer derjenigen, der da eine ganz entscheidende Rolle spielt, aber nicht alleine. René Clair wird mit seinen Filmen auch im Nationalsozialismus immer als ein Beispiel genannt dafür, wie Film eigentlich funktionieren sollte. Und wenn die dann diese nationalsozialistischen Publizisten, die sich damit beschäftigt haben, wenn die über Vorbilder reden, dann sagen sie in der Regel, Amerika ist es nicht. Also nicht nur, weil in Los Angeles, in Hollywood 300 Tage im Jahr die Sonne scheint und das können wir nicht. Sie sagen auch, die sind naiv, das ist Showmanship. Das ist sozusagen, das hat nichts Europäisches. Das hat nichts von der Kultur, die wir ja eigentlich auch also repräsentieren wollen. Also da ist ja schon die Hybris sozusagen, die deutsch-idealistische Hybris, ja. Da ist schon die Hybris drin. Sie haben mehr Geld und sie sind simpler. So, aber dem wollen wir gar nicht nacheifern. Aber die Franzosen, die sind kultiviert und die sind Teil dieser europäischen Kultur. Und bei denen können wir was lernen. Und deswegen wird dieser französische Film zu einem geheimen Vorbild, würde ich fast sagen. Das hat ganz witzige andere Auswirkungen. Die UFA, die ja mit ihren Versionen, also den frühen Tonfilmen, die nicht nur in deutscher Sprache realisiert wurden, sondern auch auf Französisch und Englisch, in den gleichen Sets, aber mit verschiedenen Darstellern. Die UFA hat so 1929 bis 1933 sehr, sehr viel Geld damit verdient. Die stellen 1935 ihre Produktion um. Und was machen sie? Sie produzieren keine Versionen mehr, sondern sie rufen eine eigene Firma, die ACE,
ins Leben, die in Babelsberg mit ausschließlich französischen Schauspielern und ausschließlich französischen Regisseuren und Drehbuchautoren, der Rest ist deutsches Team, Filme produziert, nur für den französischen Markt. Und da kommen dann eben Jean Gabin, Fernandel und andere nach Babelsberg und da sehen die auch, wie die agieren. Die müssen nicht nur in die Filme gehen, die auf der Leinwand dann laufen, sondern die brauchen bloß ins Studio gehen, dann sehen sie, wie die arbeiten. Und dann kommt dann eben Gueule d'Amour heraus oder sowas. Und beinahe wäre sogar einer der berühmtesten Filme des poetischen Realismus, Quai des Brumes, Hafen im Nebel, in Babelsberg gedreht wurde. Raoul Bloquin hat das vorgeschlagen und die UFA ist nur zurückgeschreckt, weil es die Gestalt eines Deserteurs ist. Das wollten sie dann in Babelsberg doch nicht haben. So, internationale Anerkennung. Wir reden jetzt über Venedig 1937. Das ist ein Kapitel in diesem Buch. Da geht es um die beiden Filme Patrioten von Karl Ritter und La Grande Illusion von Jean Renoir. Und diese beiden Filme treffen sich in Venedig. Welche Bewandtnis hat das? Ja, dann kannst du auch gleich was zu den Filmen sagen und dann. Genau, und da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, muss ich sagen, weil mir war das gar nicht bewusst, dass die innerhalb von 4-5 Tagen beide ihre internationale Premiere in Venedig hatten. La Grande Illusion war schon vorher in Paris aufgeführt worden, das war damals erlaubt, es war aber immerhin eine internationale Premiere, aber Patrioten hatte seine Uraufführung da. Und wenn man sich die Filme dann in der Synopsis anschauen würde, also nur das liest, was die Handlung ist, dann denkt man, die sind aber wirklich verdammt nah beieinander. Also es geht in beiden Fällen geht es darum, dass Soldaten, Piloten sich durch feindliches Gebiet schlagen müssen. Einmal Jean Gabin und Dalliot als Kriegsgefangene und einmal Matthias Wiemann als abgeschossener Pilot hinter den Linien. Und was wollen die? Die wollen wieder in die eigene Heimat und dort weiterkämpfen. Und was passiert ihnen zwischendurch? Sie treffen auf eine Frau, in dem Fall Gabin und im anderen Fall Wiemann. Und es gibt eine Art Liebesgeschichte. Also ganz, ganz viele Parallelen. Dann haben die beiden Regisseure auch noch ein paar Bezüge miteinander. Beide waren nämlich Piloten. Beide waren im Militär bei den Fliegern ausgebildet worden. Ritter hat nicht im Ersten Weltkrieg bei der Luftwaffe gekämpft, weil die bayerische Luftwaffe nicht mehr zugelassen hat, zu der Zeit, dass verheiratete Piloten kämpfen, sodass er bei den Pionieren war. Aber er hat diesen Background als Flieger gehabt und Renoir selbst war Pilot, Aufklärungsflugzeug, ist auch verwundet worden. Insofern ist da viel Know-how auch drin. Also man denkt ja, also die müssen ganz viel miteinander zu tun haben. Geschichte, die Geschichte der Regisseure. Sie erzählen auch von Loyalitäten jeweils und sie erzählen aber was ganz anderes. Und das ist für den eigentlichen Unterschied, wenn die Nationalsozialisten über den französischen Film nachgedacht haben, dann haben die immer gesagt, ja, die können vielleicht besser erzählen und vor allem haben sie viel bessere Schauspieler und sie sind realistischer. Dass dahinter aber auch ein anderes Verständnis stand, das ist eben in diesem Vergleich der beiden Filme wahnsinnig auffällig. Sie werden es gleich sehen, Matthias Wiemann hinter den feindlichen Linien spricht perfektes Deutsch. So aber auch alle Franzosen, die ihm begegnen. Also es gibt hier nur eine Sprache. In La Grande Illusion ist es anders. Da spricht jeder die Sprache, die er eben spricht. Französisch, Gabin und Dalliot. Und Dieter Palo spricht Deutsch. Und Jean Gabin versteht sie nicht, verliebt sich aber trotzdem in sie. Also diese kulturelle Differenz ist schon mal ganz entscheidend. Die zweite Differenz, die ganz entscheidend ist, der Film Patrioten trägt seinen Titel mit vollem Recht. Das ist auch durchaus kritisch von der Presse bemerkt worden, weil so richtig ernst wird diese Liebesgeschichte gar nicht. Und zwar deswegen nicht, weil der patriotische Wiemann gar nicht dran denkt, bei der Juju zu bleiben oder mit der eine
Liebesbeziehung anzufangen. Was den umtreibt, ist, dass er auf Seite der Deutschen weiterkämpfen will. Also gibt es kein Zögern. Das ist in dem Film mit Gabin schon ganz anders. Das ist erstens eine sich realisierende Liebesgeschichte und zweitens ist es eine, die ihm auch was bedeutet. Also da gibt es dann viele Arten, wo man doch sagen kann, also gutwillig sozusagen Karl Ritter war und so sehr er versucht hat, kein Hetzfilm zu machen, sondern die Franzosen als einen würdigen Gegner anzuerkennen. So unfähig war er über diese Vorgabe, dass ein deutscher Soldat ein deutscher Soldat ist, ein deutscher Soldat ist und ein deutscher Soldat bleibt. Darüber kam er nicht hinweg. Und das ist in dem Film von Renoir ganz anders. Das sind Menschen sozusagen, die da agieren, die in ihrer Vielfalt wahrgenommen werden. Und dieses für den nationalsozialistischen Diskurs wahrscheinlich vollkommen unsichtbare Manko. Das ist so, die können das nicht sehen, weil das, wenn sie das sehen, würden sie nochmal ganz anders über den Film denken müssen. Sie können das nicht sehen. Es ist tabuisiert, diese Erkenntnis. Das macht diesen Vergleich dann einerseits so interessant und andererseits macht es den Film natürlich nicht besser. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Anmerkungen? Eine Rückfrage? Geht Ihnen etwas durch den Kopf? Das ist... Wollten Sie? Sie gehen einfach dazwischen, das machen wir hier noch ein bisschen weiter. Also nochmal, wie ging es aus in Venedig? La Grande Illusion hat keinen Preis gekriegt. Da, das beschreibt Rainer Rother auch sehr interessant, da wurde ordentlich gewirbelt hinter den Kulissen. Die Jurys waren halb staatlich und das Ganze war ja auch ein von Mussolini sehr geschätztes Festival. Und dann war man bei Nazis ziemlich sauer, dass die Patrioten keinen Preis gekriegt hat. Ja, das, also die Goebbels hat kurz darüber nachgedacht, Oswald Lenig, der da als deutscher Delegierter war, das war immerhin der Präsident der Reichsfilmkammer, zu schassen, weil der sich vermeintlich nicht genug für die deutschen Filme eingesetzt hat, musste dann aber feststellen, dass es wahrscheinlich auf eine französisch-italienische Kumpanei hinausgelaufen ist, dass die deutschen Filme nichts bekommen haben, so hat er sich das erklärt, nicht etwa mit der Qualität der deutschen Filme. Und La Grande Illusion, der wahrscheinlich ein großer Favorit war für einen der großen Preise, dem hat man keinen der ausgelobten Preise gegeben. Es gab 12 Preise, aber die Jury hat einen neuen Preis erfunden. Und den hat er dann bekommen für die beste Ensembleleistung. Das ist ein bisschen merkwürdig, wenn man sich den Film anschaut, dass er dafür das bekommt, kann man alles rechtfertigen. Aber ich glaube, man konnte ihm einen dieser offiziellen Preise, also den Coppa Mussolini oder den Coppa Volpi oder den Preis für den besten Film schlicht deswegen nicht geben, weil innerhalb dieses faschistischen Diskurses vollkommen klar war, das ist ein pazifistischer Film, den können wir auf gar keinen Fall auszeichnen, dann flippt der Dutsche aus. Also musste die Jury einen neuen Preis erfinden. Es gibt übrigens noch nochmal kurz zu Venedig. Ich glaube 1940, anderer deutscher Kulturfilmmacher Karl Oertel präsentiert seinen Film Michelangelo, das Leben eines Genies, in Venedig, bekommt dort einen Preis. Karl Oertel kommt nach dem Krieg nach Wiesbaden und ist dort erstens der Mitbegründer der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, der FSK, und Mitbegründer des DIF. Und das DIF und das Deutsche Filmmuseum, heißt jetzt ganz schick DFF, ist hier. Warum sage ich das? Das Verrückte ist, die Zeit liegt gar nicht so weit zurück. Also es ist sozusagen, wir sind jetzt gerade bei Venedig, Ende der 30er Jahre, Anfang der 40er Jahre. Leni Riefenstahl hat da einen Preis gekriegt. Karl Ritter hat keinen Preis gekriegt. 1940 kriegt Karl Oertel einen Preis, der Ende des Krieges in Wiesbaden ist und sich zusammen mit Erich Pommer, dem großen jüdischen Ufa-Produzent, Emigrant und Remigrant, Erich Pommer unterstützt in den
46, 47, 48er Jahren sowas wie einen deutschen Film, deutsche Filmwirtschaft wieder überhaupt auf die Beine zu kriegen aus diesen rauchenden faschistischen Trümmern. Und eine seiner Mitgründungen war das DIF. Also ich finde das so verrückt, weil man nur so einen Zeitsprung machen muss und man ist dann schon, jetzt nicht im Heute, aber in unserem Früher. Ja. Meine Damen und Herren, wir haben noch 2 Minuten. Und da gibt es eine Wortmeldung, ja, gerne. Ganz kurze Frage. Diese Anerkennung im Ausland, die man gesucht hat, ist die dann irgendwann auch gekommen? Oder? Ja, das ist eine interessante Frage. Also tatsächlich gewinnen deutsche Filme bei den Filmfestspielen in Venedig dann so auch Preise. Die Kulturfilme gelten innerhalb dieses, die deutschen Kulturfilme gelten als auch als der Goldstandard, wenn man so will. Es werden auch andere Filme wahrgenommen. Man kann das ganz gut in der New York Times verfolgen, wo dann in New York in den Kinos die Fassungen für die deutschen Immigranten, nicht unbedingt für die Immigranten, die vor den Nazis geflohen sind, sondern für die deutsche Community liefen. Und es gibt einige Filme, die sehr gut wegkommen. Also Urlaub auf Ehrenwort 1938 kommt sehr gut weg. Schon Hitler, Junge, Quecks wird als durchaus guter Film angeschaut. Es ist nicht so, dass einige dieser Spitzenleistungen auch in dem propagandistischen Film nicht auch international als bemerkenswert angesehen wurden. Es ist, wenn ich das ergänzen darf, ich habe mir das gerade mal angeschaut, es sind in der von 33 bis wahrscheinlich 43 gab es durchaus eine Handelsbilanz mit den USA. Also es gab einige Hollywood-Studios, einige Hollywood-Verleiher, die haben einen Boykott ausgesprochen gegenüber NS-Filmen. Aber die meisten und die großen nicht, die großen Verleihketten. Und ich habe mir die Zahlen gerade mal angeguckt, das ist immer so zwischen, sag ich mal, 70 und 100 Titel pro Jahr, also deutsche NS-Filme, die von irgendeinem gewerblichen Verleih, das war schon relativ stark monopolisiert, gekauft werden, wo die amerikanischen Rechte gekauft werden und die Filme dann auch aufgeführt werden. Und es gab, es gründete sich da dann unter den Emigranten die Congress for Democratic Germany, wo Leute wie Brecht unterschrieben und ganz viele Emigranten. Und es gab Demonstrationen von diesem Conference, weiß ich gerade nicht genau, wie es heißt, for Democratic Germany, also quasi so eine exilpolitische Verbindung, um auf ein demokratisches Deutschland hinzuwirken. Die haben protestiert, wenn solche, nicht vor jedem, aber es gab Protestmärsche oder kleine Picketlines wahrscheinlich vor Kinos, die dann solche NS-Importe aufhörten. Aber ich war auch total erstaunt. Ich meine, 70 deutsche Filmimporte, 70 Titel pro Jahr, so viel importieren die Amerikaner heute nicht von deutschen Filmen, weiß Gott nicht. Es sind dann aber kleine Erfolge, ne? Das muss man auch sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber bis 1933 ist ein erheblicher Prozentsatz der Refinanzierung für die deutsche Filmindustrie durch den Export möglich gewesen. Das ist deutlich über 25%. Und um die Zeit etwa, wo Patrioten ins Kino kam, stellt Ludwig Klitsch, das war der Generaldirektor der UFA und zugleich aber auch der Vorsitzende der Spitzenorganisation der deutschen Filmwirtschaft, fest, dass die Refinanzierungsrate durch den Export radikal gesunken ist auf unter 10%. Und er prognostiziert, dass das auf 6-7% fallen wird. Insofern sind es immer diese einzelnen Filme, die immer für eine bestimmte Community auch eingekauft wurden und dort dann liefen, die sind nicht mehr das Geschäft, das der deutsche Film in der Weimarer Republik noch tatsächlich dargestellt hat. Ändert sich übrigens im Krieg, aber wiederum aus ganz anderen Gründen, weil es dann keine Konkurrenz mehr gibt. Und zynischerweise sagt Goebbels, 1942 ist das, glaube ich, bei der Tagung der Reichsfilmkammer, dass der deutsche Film in Europa jetzt führend ist, und fügt hinzu, das habe man aber weniger der eigenen Industrie als der Wehrmacht zu verdanken. Was stimmt?
Was stimmt. Meine Damen und Herren, 7:15, herzlichen Dank, Rainer Rother, für diese interessanten Einblicke in Zeitbilder, Filme des Nationalsozialismus. Schön, dass Sie da waren. Jetzt, wie geht es weiter? Pause oder sofort? Es beginnt jetzt Patrioten von Karl Ritter. Vielen Dank. Danke.